Die PayPal-Aktie ist eine der Aktien, die in den vergangenen Jahren am stärksten gefallen ist und die es nicht schaffen konnte, starke Anstiege zu verzeichnen, obwohl der Rest des Marktes stark angestiegen ist. Dennoch vertreten einige Analysten wie Philipp Hopf, aber auch Maxim Röder nun die Ansicht, dass die PayPal-Aktie möglicherweise ihren besten Zyklus voraus hat und dass die PayPal-Aktie in Zukunft stark ansteigen wird. Aber worauf basieren überhaupt diese Aussagen und wie kommt man dazu zu denken, dass eine Aktie, die seit Jahren fällt, nun doch so stark ansteigen soll? Wir untersuchen heute, ob das stimmt, wie es weitergeht und schauen uns explizit den Chart an, um zu verstehen, ob Philipp Hopf und Maxim Röder in diesem Fall richtig liegen. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass Maxim Röder hier etwas weniger die charttechnische Analyse verwendet und Philipp Hopf hier definitiv voll auf der Charttechnik ist und deshalb werden wir das Ganze genauso übernehmen, denn wir wissen, Philipp Hopf ist sehr gut in dem, was er macht. Das heißt, wir müssen jetzt überprüfen, ob er hier aber richtig liegt. Die PayPal-Aktie ist, wie gesagt, in den vergangenen Jahren stark abgefallen. Deshalb müssen wir einmal verstehen, was wir da überhaupt beobachten konnten. Wir benutzen genauso wie Philipp Hopf die Elliott-Wellen-Methodik und können deshalb genau nachvollziehen, wovon er hier redet. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass wir bereits zwei Bewegungen gesehen haben. Einmal diese erste, die hier auch fast schon das Allzeithoch markiert, bei 310 US-Dollar. Und danach folgte diese dreiteilige Abwärtsstruktur. A, B und C. Wenn wir hier reinzoomen, dann können wir ganz klar erkennen, dass diese C ebenfalls fünfteilig ist. Das ist eigentlich relativ unrelevant, aber man muss sich nur eine Sache hier klar machen. Diese C hat eine Endbewegung in dieser Welle 5 gehabt und diese fünfte ist ebenfalls fünfteilig und das können wir hier sehr schön beobachten. Der Preis hat es hier gut geschafft, eine schöne Wellenstruktur auszubauen und lief perfekt in dieser Enddiagonale herunter. Und nun sehen wir, dass wir seit November kein neues Tief mehr gesehen haben. 50,25 $ war hier der Tiefpunkt und wir haben das Ganze nicht mehr unterschritten. Das ist relevant, denn seitdem ist der Preis bis zum aktuellen Stand um rund 23% angestiegen und bis zum Hoch um rund 35%. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, dass der Preis auf jeden Fall schon mal ausbricht und auch hier aus unserer Trendlinie hervorstößt. Und diese Trendlinie ist natürlich immer noch relevant und gilt hier als Widerstandsniveau. Und das wurde auch schon gebrochen. Aber wir benutzen hier eher unsere Zielboxen. Und diese Zielbox lag zwischen 59,82 $ und 22,19 $. Wir sehen aber auch schon, alles, was rot ist, wird immer unwahrscheinlicher und der Preis hat sich in den grünen Bereichen gehalten. Heißt, wir können beobachten, der Preis vollzieht hier genau das nach, was wir so analysiert haben und hat auch hier dafür gesorgt, dass wir schon einige gute Einstiege tätigen konnten. Wir persönlich sind nicht nur hier eingestiegen, sondern haben auch mehrere Einstiege danach noch getätigt, zum Beispiel hier bei einem Pullback. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir im Plus sind mit der PayPal-Aktie. Und das ist natürlich der Vorteil, den man hat, wenn man hier diese Zielboxen hat. Wenn ihr auch diesen Vorteil dieser Zielboxen nutzen wollt und damit mehr Profite herausholen wollt und bessere Einstiege tätigen wollt, dann schaut doch mal gerne mit dem ersten Link in der Videobeschreibung auf unserem Patreon vorbei. Dort analysieren wir jeden Wert, den ihr euch wünscht und ihr haltet dann eure Zielboxen, um die besten Einstiege zu finden. Relevant sind hier gerade diese Bewegungen und das sind die Bewegungen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Wir gehen davon aus, dass der Preis hier eine erste Bewegung tatsächlich nach oben ausgebaut hat und keine tieferen Tiefs als 50,25 $ mehr sehen wird. Und was wir auch wieder gehabt haben, ist, dass wir hier eine Zielbox gesehen haben und das war hier möglicherweise die Welle B. Das Ganze kann auch eine komplexe Struktur angenommen haben, aber wir gehen jetzt einfach davon aus, dass das diese Struktur ist. Und nun sehen wir, dass der Preis hier tatsächlich auch wieder auf unsere Box reagiert hat und jetzt schon in Richtung der nächsten Box unterwegs ist. Und da denken wir, dass der Preis 50,29 $ mal mindestens erreichen sollte und die 54,11 $ Marke nicht unterschreiten sollte. Wenn wir davon ausgehen, dass der Preis hier diese Marke von den 59,25 $ trifft, dann kann man davon ausgehen, dass er mal mindestens bis hier auf die 88 $ Marke laufen sollte. Wir sehen, der Preis sollte hier runterbrechen und danach sehen wir einen Start nach oben auf dieses Preisniveau. Natürlich wird das nicht in einem konstanten Strahl nach oben ablaufen, sondern wird auch nochmal eine relative Struktur ausbauen. Wichtig ist nur, dass wir diese Struktur hier auf jeden Fall sehen, denn wenn wir etwas anderes sehen, würde sich das Ganze invalidieren. Wie gesagt, der Markt ist dynamisch. Das heißt, wenn sich hier einige Sachen verändern, könnten wir auch noch andere Strukturen sehen. Wenn sie das nicht tun, dann kann man davon ausgehen, dass der Preis eben so läuft, wie ich es gerade gesagt habe. Man sollte hier aber auf keinen Fall aus Gefühl handeln oder sich von Angst und Gier leiten lassen. Denn das ist der Fehler, den viele am Markt haben, dass sie versuchen, den perfekten Einstieg zu finden, aber dann erst einsteigen wollen, weil sie Angst haben, wenn der Preis bereits stark gestiegen ist. Warum sollte man denn, wenn der PayPal-Preis bereits um 500% beispielsweise gestiegen ist,
erst einsteigen wollen, wenn das Ganze passiert ist und dann nur noch 10-20% mitnehmen, wenn man nicht einer der Ersten sein kann, die einen Einstieg tätigen. Deshalb ist der PayPal-Einstieg natürlich für die meisten Leute ein großes Risiko und sie lassen sich von der Angst leiten. Aber diejenigen, die sich rein auf ihre Analyse und rein auf das, was man logisch nachvollziehen kann, fokussieren, werden hier am profitabelsten sein. Denn wir denken, dass laut mathematischen Berechnungen der PayPal-Preis hier auf $485 laufen sollte. Das scheint natürlich noch sehr weit entfernt und ist natürlich auch noch in der Zukunft angesetzt. Aber wir konnten damals bereits beobachten, dass die PayPal-Aktie in kürzerer Zeit, hier um genau zu sein, in nur 329 Tagen, sich im Preis verdoppelte und dass wir jetzt hier das Gleiche sehen werden, nur dass wir hier diese dritte Bewegung bekommen. Und in unserer Analysemethodik ist es so, dass diese dritte Bewegung eben die stärkste ist und somit können wir davon ausgehen, dass das Ganze auch deutlich impulsivartiger abläuft. Und wenn man sich das mathematisch berechnet, dann würde man hier auf einen Preis von mindestens $485 kommen. Das Ganze kann maximal auch noch bis zu $656 laufen. Wichtig ist hier, sich nicht davon leiten zu lassen, dass hier rote Kerzen sind und dass der ganze Markt hier rot war. Denn wir wollen uns ja darauf fokussieren, möglichst günstig einzukaufen und nicht einem bereits fahrenden Zug hinterherzurennen. Denn dann, wenn der Zug bereits abgefahren ist, ist es zu spät einzusteigen. Was denkt ihr, wo wird die PayPal-Aktie am Ende des Jahres stehen und was kann man von der PayPal-Aktie 2024 erwarten? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr Kooperationsanfragen habt, dann könnt ihr diese gerne bei unserer E-Mail-Adresse bullishimpulsemanagement@gmail.com hinterlassen. Vielen Dank.